Kapitel 3, die Anstalt. Willkommen zurück bei Harveys neue Augen. Und willkommen in der Anstalt des Grauens. So, Boot. Boot. Hätten wir nicht einfach zu Fuß gehen können? Wäre das vielleicht schneller gegangen? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, warum man hier mit dem Boot fahren muss, aber das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Oder können wir hier noch weiterfahren? Hätten wir machen können. Eine Tür. Die Tür war fest. Ja, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Das Phantom. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Fahr, 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 fahr. Na, jetzt haben wir es aber geschafft. Jetzt müssen wir diesen... Komm zurück! ...Pädophilen irgendwie austricksen. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Schon gar nicht gegen die Strömung. Ja, aber vielleicht ja mit der Strömung. Hey, komm zurück! Beeil dich! Du beeil dich doch! Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Die Frage ist, ob man das möchte. Und da kommt meine Katze schon wieder. Nicht so schnell! Lauf, Lilly! Also kletter! Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy-Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy-Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Genau! Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Und willkommen in der Anstalt. Was haben wir denn hier Schönes? Lochkartenschlitz, Lochkartenschlitz. Ja, Lochkarte. Die Lampe leuchtete. Hier fehlte offen... eine Art Karte. Lochkarte. Das war wohl die falsche... Vielleicht hier? Das war wohl die... Vielleicht, hier? Das war wohl... Vielleicht hier? Ja! Ich will da nicht rein. Naja, hilft ja nichts. Hallo. Herr Mantel. Oh mein Gott. Hey! Das ist mein Kamin. Halt du die hast Fresse. Hier nichts voll. Es sei denn, du willst Geschenke bringen. Was? Oder den Schornstein fegen. Was? Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr jetzt, Mantel. Jetzt geht's los mit den Bekloppten. Den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Hast du Edna gesehen? Hm? Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Was?
Dr. Marcel? Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Sieht aus wie jemand, der einen hat. Dann wohne ich eben in einem... Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Für dich immer noch Herrmantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, alles ich rufe, klar. Jawohl. Genau. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch so ende ich auch. Also, für alle, die das hier sehen und mich kennen, ich ende irgendwann in einer Anstalt, in einem Kamin als Herr Mantel, ja? Meine Kleidung ist schwarz und speckig, meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe, Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Alles klar, ich geh dann mal. Man sieht sich. Ach du Scheiße, der hat ja mal richtig einen am Zaun, der Typ. Und wer ist er? Hey du! Hallo! Es war... Der Mann im Bienenkostüm konnte... Ich geh dann mal wieder. Ein Wartungsraum. Ach, da sind wir. Käsescheiben? Die Idee. Was haben wir jetzt aufgenommen? Eine Käsescheibe. Die Idee. Ja, okay, wir kommen hier nirgendwo ran. Willst du eine Käsescheibe, Alter? Also einer von beiden muss hier ja irgendwie... Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen... Du sprichst jetzt und ich spring nicht unbedingt auf den Teppich. Okay, der will keine Käsescheibe. Vielleicht will der andere ja eine Käsescheibe. Willst du eine Käsescheibe? Die Idee war... Jetzt machen wir mal ganz abstrakte Dinge. Und stecken einfach die Käsescheibe hier rein. Holy motherfucking shit. Normal ist das nicht. Hey! So, dann nimm dir mal den Staubwedel. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust, weißt du denn nicht? Du sollst keine... Also lass bis spät. Leck mich. Dosenöffner. Aber Lilly, was weißt du? Du sollst... Also lass bis spät. Haut auch immer wieder ab, ey. Dieses Arschloch. Tomaten. Bananen. Blaubeeren. Brokkoli. Wir haben alles. Ein Pizza-Flyer und Telefon. Hallo? Willkommen bei Spermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Anstaltsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben.
Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ich nehme einmal Vollidiot gratis. Bitte. Machen wir, es dauert eine halbe bis drei. Okay, können wir... Oh, eine Kreditkarte. Können wir hier raus? Tatsächlich. Harvey ist hier und eine Pizza ist hier. Können wir Harvey mitnehmen? Hä? Ach du Scheiße! Überrascht mich wiederzusehen? Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Wir, nehmen das angebrochene Stuhlbein und hauen das in die Fresse. Du sollst keine... Seltsam. Nicht einmal auf Lilly... Scheiße. Lügen, Alkohol trinken, Erwachsene widersprechen, Feuer machen. Und die Pizza in die Fresse. Das Phantom, sie hatte kein... Wir bewerfen ihn das mit Brokkoli. Gut so, schön. Das Phantom... Das Phant... Sie hatte... Das Phantom sah nicht aus, als sei... Das Phantom... Sie hatte keine Chance, Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Selbst nicht einmal auf Lillys Wollknopf. Der Hase schien Lilly nicht. Harvey! Staubwedel! Der Harvey Brokkoli. Der Harvey. Der. Okay. Gelbe Bananen. Rote Tomaten. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Ich habe es jetzt einfach Blaue gemacht. Blaubeeren. Grüner Brokkoli. Du sollst keine Lilly, aber Lilly, sie war Grafikfehler. Der hier, willst du eine Pizza haben? Das Phantom. Puh. Ach, verflucht, was müssen wir denn jetzt tun hier? Scheiße, jetzt haben wir alles gemacht, Harvey. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht Du sollst nicht die Kontrolle. Und niemals sollst du. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Moment, der wiederholt alles. Müssen wir das jetzt hier irgendwie beweisen, dass wir das können, oder was? Du sollst nicht lügen. Ja, das scheint so eine Art Über... Ja, vielleicht ist es ja so eine Art Überprüfung. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Doch, ich darf mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keine... Seltsam. Nicht einmal. Seltsam. Nicht. Du sollst keinen Alp. Du sollst dich nicht an gefährlich. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Seltsam. Nicht einmal.
Niemals sollst du tun und... Seltsam. Nicht ein... Harvey! Erwachsenen... Seltsam. Nicht...